Ja, hallo ihr Lieben, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ich nehme das gerade am Sonntag auf und das kann man auch an einem anderen Tag anschauen. Das ist egal. Ihr interessiert euch brennend im Moment, also jedenfalls die Mehrheit der Menschen, für ja diesen ganzen Promi-Trash, sag ich mal. Und ja, und im Moment sind halt Iris Klein, Peter Klein, Daniela Katzenberger, die ganze Familie sehr in den Medien. Und genau. Es geht nämlich darum, sie haben im Moment so Urlaub, nehmen Urlaub in einem Schweizer Hotel in Bad Ragaz, ne? Ja. Und dort hat dann zum Beispiel die Iris Klein nämlich gevloggt, ne? Also immer mal so eine Story gepostet auf Instagram und so. Und hat dabei Leute gefilmt und die Leute haben sich dann so beschwert, ja. Also ja, man kann so ein Ding auch so filmen, dass jetzt nicht unbedingt jemand im Hintergrund ist. Da kann man schon drauf achten. Ne? Hat sie aber jetzt nicht gemacht. Andauernd waren irgendwelche Leute im Hintergrund und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon auch, hat jemand auch das Recht, sich da zu beschweren. Das ist Privatsphäre, klar. Naja, und ich finde es immer ganz interessant, bei solchen Promi-Präsentationen, sage ich jetzt mal, auch mal so ein bisschen dahinter zu gucken. Also ich wollte einfach mal sehen und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch gerne eure Lieblinge oder nicht so Lieblinge auch gerne so ein bisschen, auch gern so, ja, vielleicht auch dahinter schauen wollen würdet, ne? Ob dann auch alles so wahr ist, was da präsentiert wird oder was da so, ja, so getan wird oder auch nicht getan wird, ja? Und ich wollte einfach nur mal wissen, ob einmal, also was hat denn diese Hotelleitung, also oder Mitarbeiter des Hotels sind wirklich zu ihr gesagt. Also sie haben einfach gemeint, dass die Leute sich hier erholen wollen, dass es niemand böse mit ihr meint, also dass das auch wirklich sehr, sehr freundlich vorgetragen wurde, bestimmt, weil das sind halt Schweizer. Das ist so, da ist es sehr höflich, freundlich und gediegen. Also jedenfalls ist das meine Erfahrung in der Schweiz. Gibt es einen sehr, sehr freundlichen Umgangston. Eine sehr distanzierte Art auch. Das muss man nicht immer mögen. Ist auch nicht gegen für jeden, diese distanzierte Art. Das muss man auch sehen. Also nicht alles ist Gold, was glänzt. Aber sehr höflich, gute Kinderstube, gute Erziehung, das ist alles Schweiz, ne? Und das heißt, wenn jetzt, ja, wenn du in der Schweiz sozusagen irgendwie Kritik fühlt sich nicht wie Kritik an, ja? Das sind so Verbesserungsvorschläge. Und das wurde hier sehr, sehr freundlich, wurde da wahrscheinlich mit ihr geredet, kann ich mir vorstellen. Einmal, weil ich die Schweiz kenne, aber zum Zweiten, weil es hier auch so liegt. Also wirklich freundlich, mit dieser sanften Art, ne? Und da wurde gesagt, ja, die Leute wollen sich hier erholen und so weiter. Und genau, und haben hier einen Konflikt, ne? Die haben einen Konflikt, dass quasi gevloggt wird, dass halt irgendwie die Leute wollen halt nicht im Vordergrund stehen, sie wollen irgendwie. Also sie möchten sich erholen hier, die wollen ihre Ruhe und verstehen das nicht so richtig, dass dann zum Beispiel jemand vloggt und halt so eine aktive Businessrolle da einnimmt, ja? Weil sich das nämlich beißt mit den Bedürfnissen der Hotelgäste, ja? Und das wurde kommuniziert, nehme ich an. Und hier wollte ich mal wissen, wie hat es denn die Iris denn aufgenommen? Weil, also sie hat eine Story gepostet oder es wurde eine Story gepostet, das habe ich jetzt so mitgekriegt. Man kann das ja überall mitkriegen, auf YouTube und so. Und ich habe eine Story gesehen, wo sie wirklich ja allein gefrühstückt hat. Vielleicht wollte sie auch einfach mal ihre Ruhe, das kann ja alles sein, ja. Und das Buch nämlich Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Gerade am Lesen ist, offensichtlich. Was wurde das in die Kamera gehalten? Und ich will mal wissen, hat sie so ein Schamgefühl, die Iris Klein so? Ja, oder kommt das irgendwie? Ja, nee, sie ist so ein Go-Getter. Also das finde ich aber eigentlich ganz interessant, weil das ist so, ich sehe hier eine Persönlichkeit und man kann es bewerten, wie man will. Ja, die einen würden jetzt sagen, sie ist zu zielgerichtet irgendwie, ja. Nimmt wie selbstverständlich hier eigentlich so eine Leaderrolle an, ja, und führt das Ganze so an, oder beziehungsweise ist das sehr, sehr aktiv, der Magier. Ihr ist es relativ egal, was andere wirklich so, wobei, was heißt egal? Das ist so eine sehr sonnige Energie. Seht ihr die Farben? Ja, wir haben auch hier viel,
viel Gelb einfach. Das ist so, sie macht jetzt nicht so den ganzen Tag Gedanken, was andere von ihr denken, aber das ist mehr auf so eine optimistische, irgendwie auf so eine, wisst ihr, so eine lebensfrohe Art. So wie ein Kind, ein bisschen. Also ich sage jetzt nicht, dass die ihres Kleines was Kindliches hat. So meine ich das nicht. Und so will ich das überhaupt nicht rüberbringen. Ich kenne die Frau ja nicht persönlich. Wir kennen die Menschen ja nicht persönlich. Wir sehen halt, wie sie sich präsentieren. Das kann wahr sein, das kann auch ein bisschen übertrieben alles sein, ja. Aber nun mal, das ist so, sie hat da einfach, ja, sie macht sich da einfach nicht so viel Kopf, ja. Und da können sich auch manche von uns auch eine Scheibe davon vielleicht abschneiden, ja, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind und, und. Und ich glaube, das ist auch das, was ja auch viele Leute anspricht, warum es viele das auch gerne schauen, ne? Weil es so eine Leichtigkeit, Lebensfreude auch so ein bisschen zeigt. Und ja, sie möchte halt. Sie will schon auch Macht, sie will aber auch die will diese Sicherheit, ja, will auch die materielle Sicherheit und nicht Macht im bösen Sinne, sondern sie möchte halt das Leben genießen. Sie sieht es auch ein bisschen, ja, Berufung vielleicht sogar irgendwie so, weil das ist so, der Hierophant hat einfach gute Absichten, hat jetzt keine schlechten Absichten, ja. Vielleicht ist es auch so eine Art Berufung für sie, irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Die einen singen, die anderen Schauspielern, die anderen machen Porno, die nächsten leben auf Mallorca und ja, und genießen das, irgendwie eine berühmte Familie zu sein. Whatever, ja. Also ich sehe halt einfach nichts Negatives hier, aber schon wirklich tatsächlich einen gesunden Egoismus, ja. Das kann man der Frau nicht abstreiten. Und ich glaube, das ist auch nicht immer einfach für die komplette Familie, ne? Aber böse Absichten sehe ich jetzt hier überhaupt nicht. Aber ich sehe, dass sie sich halt wirklich null schämt. Null. Nicht so. Ne? Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von diesen Themen sehen möchtet. Ich mach auch tiefsinnige Orakel. Ja. Auswahlorakel auch zu deinem Thema. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, eine Frage oder ein Thema, kannst du gerne bei mir auch vorbeischauen. Ich habe wirklich verschiedene Videos. Die sind zeitunabhängig. Genau, abonnier, drück das Glöckchen. Ja, und dann verpasst du kein Video. Deine Michelle Direll. Ciao.